Ich frage mich, warum nicht 3G auch in den anderen Bereichen, und zwar überall gilt, in den Gaststätten, in den Hotels, in den Clubs, in den Diskotheken, in den Theatern, überall. Denn es ist doch nicht so, dass 2G gesundheitspolitisch betrachtet einen Vorteil hätte. Die Geimpften sind ja häufig selbst Infektionsträger, während die frisch tagesaktuell getesteten Nicht-Geimpften eben keine sind. Die sind sozusagen sicherer als die Geimpften, sie dürfen aber nicht daran teilnehmen. Das ist total widersinnig. Und ich frage mich, was ist der Grund dafür? Warum differenziert man so? Ich kann nur eine Erklärung dafür finden. Es geht darum, die Nicht-Geimpften gerade in der Vorweihnachtszeit so unter Druck zu setzen, dass sie nämlich am Leben, das Spaß macht, nicht teilnehmen dürfen, dass sie sich dann doch am Ende impfen lassen, weil sie das einfach nicht aushalten. Sie können ja in Wahrheit nicht viel mehr als arbeiten, zu Hause bleiben und sich zurückziehen. 2G ist Schikane.